Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe euch gerade nach ewigen Zeiten endlich mal wieder ein Foodhaul abgedreht. Ich habe meine ganzen Ostereinkäufe nämlich heute gemacht, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die mein Mann noch besorgt. Und ich habe ansonsten heute noch einiges zu tun. Ich möchte nachher endlich mal die Möbel draußen abdecken. Wir hatten die jetzt seit diesem Sturm. Ihr wisst ja, wir hatten vor einiger Zeit diesen Sturm, diese 3-4 Tage, wo es so krass stürmisch war, ist alles zugedeckt. Und ich habe seitdem nicht aufgedeckt, weil es immer wieder geregnet hat. Aber die Woche soll es ja schön sein. Deswegen werde ich die Plane jetzt mal ein bisschen runter machen heute. Und da es momentan dann auch nicht so windig ist, kann ich die abends einfach wieder zack drüber ziehen. Das macht nichts. Und ich muss in meinem Zimmer was aufräumen, weil meine Eltern und ich ein Tauschgeschäft gemacht haben. Kommode gegen Schrank. Für uns kommt der Schrank in die Garage, sie nehmen die Kommode mit und jetzt möchte ich die ausräumen, dass sie noch weg kann, weil mein Mann hat am Donnerstag Urlaub und da wollen wir versuchen, ein bisschen was umzustellen in der Wohnung, solange die Kinder im Kindergarten sind. Mal schauen, ob es klappt. Genau, deswegen habe ich heute noch ein bisschen was vorzubereiten. Ich will gleich noch schnell eine Kleinigkeit essen und dann ran an den Speck. Ich zeige euch nur kurz, was ich bei DM mitgenommen habe. Es ist aber echt nicht spektakulär. Ich habe einmal Küchentücher mitgenommen. Nochmal diese Limited Edition Homemade with Love, weil ich die so hübsch finde, wenn das hier in der Küche so hängt mit den Herzchen. Und es sind diese XXL-Rollen, mag ich gerne. Dann noch einmal Toilettenpapier, aber unspektakulär, keine LE. Habe ich schon im Bad verteilt. Dann habe ich noch einmal Windeln mitgenommen. Wieder die Pampers Baby Dry Nappy Pants, Größe 6. Einmal Windelbeutel, aber ehrlich gesagt, nur weil ich nicht wusste, wie viele wir noch haben. Eigentlich müssten wir noch einige haben, aber ich dachte, nimm mal lieber mit. Schadet nie. Kannst du zur Not später immer noch als Einkaufsnetz benutzen. Macht nichts. Dann habe ich noch dreimal Feuchttücher mitgenommen. Wieder hier Babylife mit 99% Wasser. Aber auch nur, weil ich nicht mehr wusste, wie viele wir noch haben. Und ich halt über Ostern wirklich nicht einkaufen gehen möchte. Dann einmal von Catrice wieder meinen Augenbrauenstift. Mit dem komme ich momentan sehr gut klar. Ich habe jetzt mal nicht den dunklen genommen, sondern Medium. Weil ich habe ja morgen meinen Friseurtermin. Endlich! Endlich. Und mal gucken, was ich mache. Es wird bestimmt nicht so krass sein. Also ich muss einen Schnitt reinbringen und ein paar Highlights hätte ich gerne. Aber mal gucken. Ich habe jetzt so viel Rot drin. Mal schauen, was das wird. Nicht, dass ich am Ende orange werde. Schauen wir mal. Dann habe ich noch einmal meine Wäscheentfärbetücher hier mitgenommen. Noch einmal Schnullis für Hannah. Eigentlich benutzt sie die ja kaum noch, aber durch den Kindergarten. Ich merke das einfach, sobald sie wieder im Kindergarten ist, gehen mir die Schnullis verloren. Wahnsinn. Dann einmal das Himbeerspülgel von Frosch. Und ansonsten Quetschis. Ja, ich habe wieder Quetschis für Hannah mitgenommen. Die muss ich euch ja jetzt nicht alle zeigen. Wieder verschiedene von Hip, von Babylove, ganz unterschiedlich. Und auch von Fruchtzwerge gibt es ja jetzt Quetschis. Und ich habe den hier mitgenommen mit Marshall drauf. Den kennt sie auch schon, den mochte sie auch. War halt Marshall drauf. Ich wusste nicht, Apfel, Heidelbeere, Joghurt, Hafer, ob sie das so mochte. Obwohl sie ja Fruchtzwerge, ja, geht so. Hat sie mal gegessen, ja. Aber da war Marshall drauf, deswegen habe ich den zweimal mitgenommen. Die anderen habe ich jetzt nicht mitgenommen. Es gibt, glaube ich, noch zwei andere, zumindest bei dem DM. Aber habe ich jetzt mal nicht mitgenommen, nur den Marshall. Und dann habe ich noch zwei Sachen mitgenommen. Genau, einmal Denk mit Bodentücher. Das sind wieder die mit der Antistatik-Formel. Die benutze ich wirklich gerne an der Treppe. Ich finde, das bringt was. Und die gibt es jetzt hier mit Aloe Vera. Ich weiß nicht, ob das eine LE ist oder nicht. Bei DM hatten sie so einen ganzen Stand wieder mit solchen Sachen in diesen Grüntönen. Es gab Mikrofaserputztücher, Fensterwischer, Lappen, Schwämme, entfaltbaren Putzeimer. Also es hat wirklich einiges gegeben bei DM. Einiges, was in den Farben war. Ich habe mir jetzt nur das mitgenommen, wobei mir dieser faltbare Putzeimer gerade nicht so aus dem Kopf geht. Ich habe nämlich jetzt was gekauft, wofür ich den sogar gebrauchen könnte. Vielleicht hole ich mir den noch. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen. Funktioniert nämlich sehr gut. Und ich brauchte Bodylotion. Ich habe mir einmal von Nivea die Q10 Bodylotion mitgenommen. Also die richtige Bodylotion, die so ungefähr aussieht. Die habe ich aber schon woanders hingestellt gerade, weil ich die brauchte. Und jetzt habe ich mir hier nochmal mitgenommen. Nivea Q10 Multi 5-in-1 Power straffendes Cellulite Gel. Ja, an sich habe ich da nicht so starke Probleme, aber ich habe gedacht, jünger wirst du ja nicht. Vielleicht hat sie ja einen Effekt. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Aber ich mag Gele sowieso sehr gerne, gerade im Sommer. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es einfach mal aus. Mal gucken. Ich weiß nicht, was das gekostet hat. 5 oder 6 Euro. Genau, das war's auch schon. Mehr habe ich nicht gekauft. Und ich sehe jetzt erst, dass hier der Palmwedel die ganze Zeit in der Kamera hängt. Naja, hat so einen Urlaubsflair, ne? Genau, okay, dann würde ich sagen, ich räume das jetzt mal schnell weg. Mach mir was zu essen. Und Gott, guck mal hier. Ich
Bin so froh, wenn ich morgen endlich zum Friseur kann. Oh mein Gott, das ist so. Guckt euch das mal an. Das ist so grauenvoll, oder? Ich meine, sie sind super in Form, muss ich sagen. Sie sind nicht kaputt. Klar, ich habe sie auch nicht gebleicht und nix. Die sind überhaupt nicht kaputt. Ich habe nicht mal Spliss oder fransige Spitzen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich euch die mal in die Kamera halte. Weiß nicht, ob ihr da was erkennen könnt. Die sind aber eigentlich überhaupt nicht kaputt. Na, trocken sind sie immer so ein bisschen, aber es hält sich echt in Grenzen, ne? Also es ist eigentlich alles gut. Ich müsste noch nicht mal unbedingt Spitzen schneiden eigentlich. Alles gut. Aber ihr seht ja selber, das ist für mich einfach kein Haarschnitt. Das ist eine Katastrophe. Gerade das hier vorne, das sieht einfach nur furchtbar aus. Und dann muss ich ja hier nachfärben. Ihr seht es ja. Mein Ansatz, ne? Das krasse Rot, was ich mir reingefärbt habe, geht halt hier jetzt raus. Und das lasse ich den Friseur angleichen. Und ich will nachfärben, dass es nicht mehr ganz so knallerot ist. Aber das lasse ich den Friseur jetzt machen. Also an sich färben ist ja jetzt nicht das Ding. Aber wenn mal so ein Fail passiert ist, so ein kleiner, dann lasse ich das lieber den Friseur ausgleichen. Kann ja rot drin bleiben, das stört mich ja gar nicht. Und auch Highlights können rötlich sein bei mir. Das macht nichts. Ich will mich ja nicht hellblond färben. Aber das lasse ich jetzt lieber den Friseur machen. Ja, das steht morgen alles an. Ich muss sagen, die fühlen sich aber echt gut an. Also ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber die sind wirklich nicht kaputt. Seht ihr das? Die sehen echt gut aus. Also wenn es danach ginge. Boah, Augenringe bis nach sonst wohin. Aber egal. Ja, die sehen eigentlich gut aus. Danach geht's nicht, aber ihr seht ja selber, das ist hier kein Zustand mehr. Und auch weil ich jetzt halt die Ecke hier, ne? Ich habe jetzt nicht nachgefärbt, nicht nur Ansatz, sondern auch meine naturellen Highlights. Habe ich noch nicht viele, aber hier, das ist diese Ecke. Ekelhaft. Aber ich kann halt momentan nicht nachfärben, beziehungsweise ich könnte schon, aber ich wollte nicht, weil ich wollte nicht noch mehr hier oben versaubeuteln mit irgendwelchen Mischfarben und vor allem wollte ich jetzt nicht kurz bevor ich hingehe wieder, ich muss die Strähne wieder raushauen, sonst sieht man das so. Ich wollte nicht bevor ich hingehe jetzt wieder nachfärben. Jetzt ist es ein paar Wochen her und ich wollte nicht mit frisch gefärbten Haaren dahin gehen, ist ja klar. Deswegen renne ich jetzt so rum. Aber ich kann es nicht mehr sehen, Leute. Und ich will auch kaum noch vor die Tür. Ich fühle mich so unwohl. Ich habe es wieder angefangen, auch mit Sport und Ernährung. Und es läuft auch an ganz gut. Joggen werde ich jetzt am Wochenende wahrscheinlich wieder richtig loslegen. Jetzt in der Corona-Pause im Kindergarten war das halt schwierig, ne? Mit Homeoffice und allem. Da konnte ich nicht einfach mal joggen gehen und meinen Mann hier sitzen lassen. Das ging nicht. Aber es läuft noch nicht so ganz an, weil ich mich so unwohl fühle momentan. Das ist wirklich bei mir ganz schlimm. Wenn ich mich auf dem Kopf nie wohl fühle, dann. Ich sag nicht, dass ich immer im Alltag super gestylt bin, aber ich fühle mich im Moment einfach nur noch usselig. Egal, was ich mache. Ich könnte mich aufbrezeln, schminken, aufstylen, top aussehen. Mein Kopf wird aussehen wie im Zeugenschutzprogramm. Geht überhaupt nicht. Deswegen bin ich froh, wenn ich morgen endlich beim Friseur war. Mal gucken, was die mit mir anstellen und. Naja, schneiden, färben, bestimmt irgendwas abmattieren, kuren. Egal. Auf jeden Fall ist mein Termin morgen um 9, das heißt, ich fahre um 8 Uhr los. Okay. Ja, ich würde sagen, ich räume das jetzt weg und mache mich schon mal an die Arbeit. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade in Mannheim angekommen, habe gerade geparkt. Friseur? Ja! entschuldigt, ich habe mich noch gar nicht bei euch heute Morgen gemeldet oder auf der Fahrt, weil ich habe mich heute Morgen voll verschätzt bei der Zeit. Habe echt lang gebraucht und habe jetzt auf der Autobahn erstmal schön, ja, so 190 durchgetreten, damit ich noch herkomme. Und jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen was rausgeholt, deswegen kann ich mich nochmal ganz kurz melden. Und es war so schön, es war so genial, auf der Autobahn Gas zu geben. Als ich dann mal die Frankfurter Ecke so passiert hatte und der Verkehr nachgelassen hat und auch die 120er-Beschränkung weg war, war das so schön. Wald an beiden Seiten. Ich glaube nur zweispurig, was zweispurig, ich glaube schon, aber nichts los. Blauer Himmel, Sonne, Musik, Radio Bob, volle Möhre aufgedreht bis zum Anschlag und es war einfach nur cool. Oh, es hat so gut getan. Es hat mir gefehlt. Einfach mal so richtig fahren. Ich fahre ja seit Oktober eigentlich nur noch zum Einkaufen und zurück. Also mehr ja eigentlich nicht. Das ist so krass, wie gut es gerade getan hat, irgendwie auf der Autobahn so ein bisschen Gummi zu geben und auch einfach mal freie Fahrt zu haben mit lauter Musik, ohne Kinder. Nicht immer nur so ein paar Meter fahren. Also es war richtig gut. Ich glaube, das sind so Sachen, die vermisst man nicht bewusst. Ich glaube, keiner von uns sagt, boah, ich vermisse es, auf der Autobahn zu rasen. Aber das sind so Sachen, wenn man es dann macht, merkt man erstmal, wie gut es tut.
Ich meine, klar würde ich jetzt gerne mit dem Motorboot auf Kreta sein oder auf den Malediven. Klar. Aber ich bin ja bescheiden, ne? Einfach mal im Freibad meine Bahnen schwimmen mit Wind um die Nase und blauem Himmel über mir. Ab und zu ein Flugzeug. Oder eben das mit der Autobahn. Da fühle ich mich immer so frei. Das ist so befreiend. Ich weiß nicht, das tut irgendwie gut. So ein Gefühl von Freiheit einfach. Ich finde es total cool. Ja. Das sind so Sachen, die vermisst man, glaube ich, nicht bewusst, sondern so, wenn man sie macht, merkt man erstmal, wie sie einem gefehlt haben. So, und jetzt genug geschnackt, jetzt gehe ich zum Friseur, guckt euch das an, ey, boah, ich bin so froh, wenn ich da war. Es wird jetzt bestimmt eine Weile dauern und, aber, ja, freue ich mich. Freue ich mich. Meine Eltern holen heute die Kinder ab vom Kindergarten, mein Mann kommt dann später und der hat morgen frei. Genau. Wetter ist auch wieder echt schön. Na dann. Auf geht's zum Friseur. Yes! Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin mal gespannt, wie es wird, weil ich ja unbedingt meine Haare rot färben musste. Schaut mal, hier ist jetzt eine Wand. Fertig! Und was soll ich euch sagen, man fühlt sich wie ein neuer Mensch. Das ist so ein gutes Gefühl, Ordnung auf dem Kopf zu haben. Wow! Ach, schön! Super! Bin echt happy. Ich fühle mich richtig echt wie ein neuer Mensch. Ein wunderschöner Tag. Guckt euch den Himmel an, so schön. Und da hinten das Wasser glitzert. Am liebsten möchte ich noch gar nicht heimfahren, sondern noch hier bleiben. Oh, da blüht auch gerade alles. Das ist so schön. So, ihr Lieben, ich bin bei DM angekommen. Ich gehe jetzt noch schnell ein paar Sachen besorgen und dann ab nach Hause. Oh, ich habe gerade so Hunger gehabt. Aber jetzt bin ich irgendwie über den Punkt hinaus. Jetzt geht's schon wieder. Gott sei Dank, sonst hätte ich wieder die Nougat-Eier bei DM gekauft. Furchtbar. Gut, ihr Lieben, ich besorge jetzt ein, zwei Sachen bei DM und dann ab nach Hause. Meine Eltern haben ja die Kids abgeholt und braten jetzt im Garten vor sich hin, nehme ich an. genau, da werde ich mich jetzt mal dazu gesellen, mal was trinken und essen. Ich müsste was essen. Ja, ich glaube, ich frage meinen Mann, ob wir heute Abend was bestellen. Asiatisch oder so. Mal gucken. Genau, ich leg mal los, ihr Lieben. Ich melde mich bei euch. Ciao.